Zweiter Teil des Videos, wir sind noch am Rechnen. Kurz. Wenn ich jetzt bis hierher gekommen bin, alles eingesetzt habe, dann lohnt es sich zu kürzen, da man dann mit dem Taschenrechner nicht nochmal eine Extra-Operation hat, die 4 und die 40. So, und dann vorsichtig tippen und gucken. Und wenn ich jetzt hier so eine komische Kommazahl raus habe, dann muss ich mir aber darüber klar werden, dass 1,2 mm Wandstärke herzlich wenig ist. Das ist also ein sehr leichtes Heizungsrohr. Noch was, 25,4 mm oder so umgerechnet ist 1 Zoll. 1 Zoll Rohr ist nicht viel. Das Ding wird also auch nicht viel Volumen vom Material haben. Das ist praktisch das Material. Und dieses Materialvolumen entsprechend mit der Dichte kombiniert, da lohnt es sich, dieses schöne lange Zwischenergebnis im Taschenrechner zu behalten und mal 7,8 zu tippen. Das geht beim Casio wunderbar, bei anderen aber auch. Dann komme ich auf knappe 3 Kilogramm Masse und das ist logisch. So ein Rohr, auch wenn es 4 Meter lang ist, ist nicht schwer. Gut, Pause, nächste Aufgabe. Nochmal schnell zu dem Thema, was war mit dieser blöden Wandstärke hier? Ich stelle es nochmal so dar. Ich stelle mir mal Folgendes vor, ich habe einen Kreisring und da ist nur gegeben, innen, der Ausschnitt sind 20, wenn nichts da steht nebenbei, die Techniker, die sagen dann sind 20 mm. Und hier ist nur gegeben 3, also Wandstärke. Da muss ich wissen, dass diese 3 hier auf der Seite auch nochmal erscheinen. Das ist es. Das ist der Haken. Deswegen hat das Ding nicht 23, sondern 26 mm Außendurchmesser. Daher kommt das. Habe ich das ausreichend erklärt? Erinnern wir uns an die Wasserverdrängung. Und zwar gegeben ist folgender Umstand: ein 110 cm langer, runder Hohlkörper. Der Hohlkörper ist natürlich auf beiden Seiten zu. Das ist ein Zylinder. Der soll 400. Der soll 400 Liter, also man kann auch sagen, entspricht 400 Kilogramm, Wasser verdrängen. Der soll also so groß sein, dass wenn ich ihn untertauche, er 400 Liter Wasser verdrängen soll. Gesucht ist der Durchmesser des Körpers. Mal andersrum gefragt, welches Volumen muss denn der olle Hohlkörper haben, wenn er beim Untertauchen 400 Liter Wasser verdrängen soll? Wir suchen zwar den Außendurchmesser, aber wir müssen uns darüber klar sein, dass wenn ich diesen Körper hier so weit unter Wasser tauche, dass er also komplett unter Wasser ist, aber gerade so, dass praktisch hier oben das Wasser über ihm zusammenschlägt und er 400 Liter dabei verdrängen soll, Wasser zur Seite schubsen soll, dann heißt das, dass der selber, dass das Volumen des Hohlkörpers nämlich eigentlich schon gegeben ist. V ist nämlich 400 Kubikdezimeter, beziehungsweise 400 Liter, aber kann ich auch Kubikdezimeter schreiben. Na, jetzt ist es leicht. Der Rest ist jetzt wieder Routine. Wenn ich jetzt hier tippe und kriege raus 46,299 Dezimeter, dann denke ich, oh, verdammt nochmal, das wäre ja 4 Meter Durchmesser. Das Ding ist ja eine riesengroße. Nee, also das kann bei 400 Litern nicht sein. Also muss ich noch die Wurzel draus ziehen. Und das kriegen wir jetzt gleich hin. So, jetzt haben wir dann die Wurzel gezogen und da kommen 6,804 Dezimeter raus und wir schreiben den Antwortsatz gleich auf, nachdem wir uns überlegt haben, wie groß ist das? Das sind 68 Zentimeter. 68 Zentimeter ist nicht allzu groß, das Ding ist ja auch nicht allzu lang. Da müssten 400 Liter wohl gut reinpassen. Nicht zu vergessen, in einen Kubikmeter passen 1000 Liter, also das ist nicht zu groß. Das passt. Dementsprechend, der Körper muss einen Durchmesser von 6,804 Dezimeter haben. Peng, Aufgabe fertig. Nächste Aufgabe, ein kegelartiges Kelchglas. Naja, ein Glas wird nicht so rumstehen, ne? Das wäre ein bisschen blödsinnig. Sondern ein kegelartiges Kelchglas. Malen wir das kurz. Mit 5 cm Durchmessern. Und einer Gesamthöhe von 0,08 Metern. Ach du liebe Zeit. Das ist ja eine Aufgabe. Aber na egal, wir schreiben ja bloß. Mathe ist ja sowieso bloß Schreiben. Das ist die Gesamthöhe. Das steht hier irgendwo, ne? Aber das ist die Gesamthöhe. Darum geht es. Wird nur zu 3/4 mit Wein gefüllt. Naja. Zu 3/4. Also hier ist irgendwo. Das ist 3/4. Ich schreibe es mal extra so als Blödenbruch hin. Weil das Text ist. Wie viel Liter Wein
Ist also darin. Ach ja, je. Naja. Gesucht. Ich schreibe mal extra in Liter Wein. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir das dann wirklich in Litern angeben sollen. So blöd, wie es klingt. Na denn, diskutieren wir die Aufgabe mal. Hier geht es nämlich um ein paar Besonderheiten. Wenn ich mir dieses Ding angucke, kann ich natürlich sofort mit einer Volumenformel eines Kegels arbeiten. Das ginge, das wäre nicht das Problem. Aber hier gibt es einen Haken bei der ganzen Geschichte. Und zwar, ich muss mir eine extra Arbeitsskizze machen. Von der Seite, glatt drauf geguckt, heißt das, das sind, und jetzt machen wir mal hier was Vernünftiges draus, 8 cm. Einverstanden? Und ich habe hier 5 cm. Und ich habe hier bei einer Höhe von 3 Vierteln, das sind 3 Viertel wovon? Das sind nämlich 3 Viertel von den 8 cm. Genau das ist die Höhe. Da, bis dahin steht der Wein drin. Und jetzt muss ich mich an etwas erinnern, und zwar an den Strahlensatz. Und jetzt ermittelt mal, denn es geht ja letzten Endes um diesen Kegel hier, ne? Und nicht, wie viel oben noch Platz ist. Jetzt erinnert euch mal an den Strahlensatz. Wie kommt man hier an diesen Durchmesser? Sehr schöner Hinweis. Wenn ich jetzt hier eine Hilfslinie eingemalt habe, wird mir klar, noch klarer, es geht um Strahlensatz. Und jetzt kann man folgendes Verhältnis aufstellen. Entweder D zu 5 cm, wie 3 Viertel von 8 cm zu 8 cm, oder wie eben vorgeschlagen, 5 cm zu 8 cm, 5 cm verhält sich zu 8 cm, wie, und jetzt muss ich die richtige Reihenfolge einhalten, erst das Große und jetzt kommt erst D zu, und jetzt bin ich gut beraten, wenn ich hier schnell mal ausrechne, Kürz ist 1, Kürz ist 2, 6 cm, und dann habe ich es. Der Rest ist wieder leicht, dann einsetzen, V ist ja entweder Pi Viertel D Quadrat mal H, und jetzt habe ich alle Größen, oder ich mache es weiter. Also das werden wir jetzt in der Pause erledigen. Bevor wir jetzt hier Blödsinn ausrechnen, na klar, ich habe doch das Drittel vergessen. Mal ein Drittel alles, na klar. Danke. Mal ein Drittel. Ist doch ein Kegel. Ich war ja schon wieder im Überschwang. Ja, die Drittel, so, das hatte ich jetzt noch erledigt. Ich habe hier übrigens die 4 und die 6 durch 4 gekürzt, deswegen mal 1,5. Ne? Das ist aber dann pure Tipparbeit. Und wir hatten ausgerechnet, es sind 22,08 Kubikzentimeter. Achtung, die Frage war Liter Wein, Liter. Und das umgewandelt, dann kann man den Antwortsatz sagen, also das ist wirklich nicht viel, kann man sich als Schnapsglas vorstellen. Es sind 0,02208 Liter Wein im Glas. Gut, Pause. Ein kegelförmiger Sandhaufen hat einen Außendurchmesser von 3,6 Metern. Naja, so schlimm wird es nicht sein, einen Kegel zu malen. Das ist ein Sandhaufen, hat einen Außendurchmesser, steht extra, ja, Außendurchmesser von 3,6 Metern. D ist 3,6 Meter. Das Durchmesserzeichen, ich habe es mal extra so gemacht, ne, damit... So, ein bisschen Sand reinfüllen, so. Weiter, nächster Satz. Von der Seite gesehen sieht der Haufen aus wie ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck. Aha. Wie viel Kubikmeter Sand hat der Haufen? Ja, das soll ja nichts Schweres sein. V-Sand, ne? Aber wir brauchen nochmal eine Skizze. Von der Seite gesehen, also pur von der Seite, das wäre hier eher 3D, sieht das Ding aus wie ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck. Nebenbei, sowas ist ein rechtwinkliges Dreieck. Aber das soll noch gleichschenklich sein, also geht es so nicht. Dann gucke ich so und sage, hier oben ist der rechte Winkel. Jetzt müsst ihr ein bisschen überlegen, wie komme ich an die anderen Maße ran, an die Höhe und so weiter. Jetzt seid ihr wieder dran. Also wenn ich mir so ein Dreieck schnappe und sage, dem rechten Winkel gegenüber sind die 3,6 Meter, dann erinnert mich das höchstwahrscheinlich an Pythagoras. Und Olle Püthi hat ja gesagt, C Quadrat, das ist praktisch, also ab jetzt geht wirklich die Lösung los. Ne? Eigentlich geht es schon hier los. Ich schreibe mal hier Lösungen hin. Hier geht es schon los. So,
Dann fange ich an und sage, naja, Moment, c Quadrat, also 3,6 Meter in Klammern zum Quadrat, ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Aber da a und b gleich lang sind, kann ich sagen, nö. Dann nenne ich die Dinger gleich a Quadrat plus a Quadrat, also 2a Quadrat. Und jetzt kriege ich a raus. Wenn ich a raus habe, was habe ich dann? Habe ich dann was gekonnt? Ich will das Volumen berechnen. Was fehlt uns aber hier bei der Volumenberechnung? Aha. Die Frage ist ja, wie viele Kubikmeter enthält der Haufen? Und ich brauche auf jeden Fall bei so einer Volumenberechnung, V ist ein Drittel, Grundfläche mal Körperhöhe, brauche ich hier diese Körperhöhe. Also so komme ich noch nicht ran. Aber Pythagoras kann ja mehr. Also das ist eine Sache, die hilft nicht. Herschauen, Arbeitsdreieck. Du hast eine Idee. Los. Ganz genau, ganz genau. So geht's. So, ich mache hier einfach eine Hilfslinie und habe jetzt hier ein Dreieck. Und zwar, das ist auch ein rechtwinkliges Dreieck. Und von diesem blauen Ding, nochmal schnell die extra Skizze, da weiß ich Folgendes. Das sind 1,8 Meter. Ich habe hier einen rechten Winkel. Und was kann ich jetzt machen? Ich könnte a ermitteln und a hier einsetzen. Das ginge auch. Was kann ich noch machen? Ne, man kann sich also hier einen Wolf rechnen. Da kommt man auch hin. Aber wenn ich dieses Dreieck mal ein bisschen sauber hingemalt hätte, könnte ich sagen, Moment mal, hier oben war ein rechter Winkel, der ist genau geteilt, sind 45 Grad. Wenn das ein rechter ist, der hatte ja auch 45 Grad, dann muss das hier, diese Seite, 1,8 Meter sein. Und automatisch haben wir die Körperhöhe und jetzt können wir loslegen. 1,8 Meter. Na denn. Ja, nachdem wir jetzt hier unsere Körperhöhe haben, ist der Rest bloß noch Routine. Tipp, 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 tipp. Wenn man das überschlägt, 2 mal 2 ist 4, mal 0,6, 2,4 mal 3, ne, irgendwas mit 6, 6, und. Das passt. Das sind rund 6,787 Kubikmeter Sand. Jetzt hier noch mehr Kommastellen wäre albern, gerade bei Sand. Also da lacht uns jeder Maurer aus. So, und jetzt kommt noch eine schöne Rätselaufgabe und dann können wir für heute erstmal Schluss machen. Und zwar, Rätselaufgabe: Ein Kubikmeter Luft hat eine Masse von 1,29 Kilogramm. Frage ist, welche Masse hat ein Liter Luft? Also gegeben ist ein Kubikmeter Luft hat eine Masse, entspricht also 1,29 Kilogramm. Frage: Masse von Luft bei einem Liter. Na denn. Das Problem an dem Rätsel ist immer, dass man das alles versucht, sofort im Kopf zu lösen. Kann man machen, aber es geht meistens schief. Schreiben: Ein Kubikmeter wiegt 1,29 Kilogramm. Demzufolge kann ich auch sagen, das entspricht der Dichte. Moment mal. Ist was? Ist was? Dann lass es. 1,29 Kilogramm pro Kubikmeter hinschreiben. Peng. Jetzt sage ich, okay, statt Kubikmeter schreibe ich 1000 Kubikdezimeter unten drunter. Und da kann ich aber auch, statt mit einer Kommazahl zu arbeiten, kann ich auch sagen, das sind 1000 Gramm. Na, jetzt kann ich die Tausende sogar kürzen, das passt hier ideal. Also ist die Dichte von Luft anders angegeben. 1,29 Gramm pro Liter. So, das war's. Ich mache das Video an der Stelle dicht und wünsche gutes Üben.